Hallo und herzlich willkommen auf Dream Coaster Fan und willkommen zur 9. Folge des Freizeitpark Wissen Adventskalender. Und in der heutigen Folge geht es einmal um die Arten der Inversionen, die es auf Achterbahnen gibt. Was genau Inversionen sind, werden wir auch noch besprechen. Bewertet auf jeden Fall dieses Video schon mal, wenn es euch gefällt. Und vor allem, ob euch das Format gefällt, würde mich auch mal sehr interessieren. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare und abonniert auch, damit ihr die nachfolgenden Videos wie immer nicht verpassen werdet. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt und erstmal kommen wir zur Frage, was ist überhaupt eine Inversion? Eine Inversion ist das, was vom normalen Parkpublikum als Looping, Saltos, Schrauben und alles bezeichnet wird. Das ist sind Inversionen, also Überkopfelemente, bei denen man 180 Grad einmal über Kopf steht. Gibt noch Abwandlungen, wo es nicht ganz so viel ist, aber kommen wir auch gleich noch zu. Und in diesem Video werden wir nicht auf jede Art der Inversion eingehen. Das wäre weit zu viel. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Beispiele rausgesucht. Und um auf wirklich alle einzugehen, da bräuchten wir echt viel zu lange. Aber hier sind erstmal die Grundlegenden. Das Ganze begann im Jahr 1975. Vorher hat man immer wieder versucht, Loopings zu bauen. Die waren allerdings viel zu intensiv. Da bin ich auch in der ersten Folge zur Geschichte der Achterbahn drauf eingegangen. Aber 1975 kam die Achterbahn Corkscrew nach Knott's Berry Farm in den USA. Und die Bahn hat auch einen Corkscrew, wie man hier sieht, beziehungsweise zwei. Der andere sieht man auch dahin noch angedeutet. Und ihr seht, das ist ein Corkscrew, kann nach rechts einmal rumgehen, aber auch nach links in die Richtung. Und ist halt, kann man auch als Schraube betiteln oder auch Korkenzieher, je nachdem. Auf jeden Fall war das die erste Achterbahn mit Überschlag auf der Welt. Und kurz danach, im Jahr 1976, kam dann auch Revolution nach Six Flags Magic Mountain. Und das war dann die erste Bahn mit einem vertikalen Looping, der auch wirklich fahrbar war. Vorher hat man sich echt lange nicht mehr daran getraut, ein Looping zu bauen. Und das war halt die erste Achterbahn mit einem klassischen Looping, die halt wirklich fahrbar wurde. Der Looping, der hat auch noch verschiedene Abwandlungen, wie zum Beispiel ein Inclined Loop, also einen gekippten Looping, wie auf Green Lantern. Nein, Riddler's Revenge ist es. Und ihr seht hier, es ist quasi ein normaler Looping, der allerdings um ein Stück gekippt ist quasi. Daher ist man sich da auch so ein bisschen streitig, ob es als Inversion zählt. Bei RCDB, also Rollercoaster Database, die Website, die ich eigentlich immer für jede Fakten benutze und auch für jede Bilder, die bezeichnen das Ganze als Inversion. Und es ist schwierig. Man sieht, es steht nicht ganz auf dem Kopf, aber naja, muss jeder für sich selber entscheiden. Was dann auch noch gibt, ist auch eine Art Looping, ist der Inverted Top Hat, wie hier bei Carajo in Tripsdrill. Und ihr seht, es ist ja auch quasi ein Looping und wird auch gerne mal als Element nach dem Launch benutzt. Was ein Launch ist, welche Arten Launches es gibt, schaut auf jeden Fall die letzte Folge dazu an. Und man sieht, es ist ähnlich zum Corkscrew oder auch zum Looping. Es ist so eine Mischung aus beidem, kann man auch als eins davon betiteln, aber es nennt sich Inverted Top Hat. Was es dann noch gibt, ist ein Dive Drop, wie hier bei Phoenix im Toverland. Und das ist quasi ein halber Looping, allerdings fährst du halt nicht in den Looping so rein, wie du halt ein Looping fahren würdest, sondern einfach umgedreht quasi. Man beginnt oben, ist ein halber Looping nach unten, könnte man sagen. Und das Ganze gibt es dann halt auch normal als Immelmann, könnte man sagen. Das ist halt ein normaler halber Looping, eben hier auch auf Phoenix tatsächlich. Und gerade eben war das halt einfach ein halber Looping nach unten. Hier ist ein halber Looping nach oben. Und das ist dann der Immelmann, den es dann auch noch gibt. So wird er benannt. Und quasi auch ein Dive Drop, wie ihr eben gesehen habt, hat Carajo. Und das ist allerdings ein Dive Loop. Hat jetzt nicht so viel Unterschied, gibt es allerdings noch einen langgezogener, wie zum Beispiel bei Mystery Mine in Dollywood. Aber so Dive Drops, eben bei Phoenix, das war ein Dive Drop, werden halt immer sehr, sehr oft am Anfang einer Bahn bezeichnet oder benutzt, könnte man eher sagen, das war gerade dumm. So Dive Loops kommen halt während mitten in der Strecke, wie hier bei Carajo halt in dem Fall. Was es auch noch gibt, eine Art, es ist sehr, sehr ähnlich zum Immelmann. Ihr seht, das ist ein Sidewinder, wie hier auf MP Express im Moviepark. Du hast auch einen halben Looping, allerdings die Ausfahrt ist dann ein halber Korkenzieher. Vielleicht sieht man es hier ein bisschen, du hast den halben Looping und die Ausfahrt ist dann die Ausfahrt von einem Corkscrew. Also, ist aber sehr ähnlich zum Immelmann, könnte man sagen. Was dann auch noch gibt, ist die Cobra Roll, hier auf Speed of Sound im Walibi Holland. Und du hast halt hier den halben Looping, den du reinfährst, einen halben Corkscrew als Ausfahrt, dann wieder einen halben Corkscrew als Einfahrt und einen halben Looping nach unten. Das Ganze fährt sich in dem Fall auch noch einmal rückwärts. Und das ist soweit die Cobra Roll, wird sehr oft bei Boomerangs verwendet, was das hier ja ist.
Und was ein Boomerang ist, was Shuttlecoaster sind, schaut euch auf jeden Fall die Folge Achterbahntypen an. Und genau, was es dann auch noch gibt, ist, ja, es ist quasi eine Cobra Roll nur andersherum. Man sieht, es ist halt, du hast auch einen halben Looping und dann einen halben Corkscrew, wieso quasi. Und dann aber trotzdem nochmal, wie vorhin, auch einen halben Corkscrew und einen halben Looping, allerdings einmal in die eine Richtung. Kann es euch gerne nochmal zeigen. Hier geht das alles ja, in die entgegengesetzte Richtung und hier ist es so ein Fluss. Vielleicht erkennt man es. Das Ganze wird dann als Sea Serpent Roll bezeichnet. Hier auf dieser Bahn ist es, diese Bahn ist Express Platform 13 ebenfalls in Walibi Holland. So viel zu den großen Inversionen, zu den Loopings oder ähnliches. Kommen wir nun mal zu etwas kleineren Inversionen. Hier haben wir zum Beispiel eine Hardline Roll, in dem Fall auf Roof von Novgorod. Und das ist so ein relativ interessantes Element, denn es ist quasi, die Schiene dreht sich einmal allerdings um die Herzlinie. Die Herzlinie ist ein Punkt im Körper, der dann genau einmal, und den sich die Schiene einmal rumdreht. Und dadurch hast du so eine Art, ja, Zero-G-Gefühl. Und daher heißt das Ganze auch Hardline Roll, also Herzlinienrolle. Und genau, das gäbe es auch noch zum Beispiel. Was es auch noch gibt, ist der Inline-Twist, ist sehr ähnlich. Allerdings dreht er sich nicht um die Herzlinie, sondern einfach die Schiene komplett einmal rum. Wie wenn man die einfach wenn man die Neigung einfach durchgehend immer stärker machen würde, könnte man sagen. Hier bei The Swarm im Vorpark. Und man sieht es jetzt nicht hier so gut, weil die ja halt durch die Station hier führt, oben drüber. Aber das ist der Inline-Twist. Dieser ist übrigens nicht möglich bei normalen Sit-Down-Coaster. Was Sit-Down-Coaster sind, was es sonst noch gibt, schaut euch über die letzte Folge an. Nicht die letzte, eine vorherige Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Zahl es auf jeden Fall war. Schaut euch auf jeden Fall die Playlist an. Da sind alle Folgen drin. Auf jeden Fall ist das hier The Swarm und ein Wing-Coaster. Und dementsprechend hast du jetzt keine normale Achterbahn, sondern eine andere Sitzposition. So, was es auch noch gibt, was eine der besten Inversionen meiner Meinung nach ist, ist die Zero-G-Roll. Und das ist, ja, schon fast ein Airtime-Hill, allerdings fährst du nicht den normalen Hügel, sondern du drehst dich oben am Punkt einmal rum und hast dann hier eine Inversion und das geht auch in die Richtung Hardline-Roll mit Herzlinie und allem und du hast halt oben dann auch dieses 0G-Gefühl, du bist schwerelos, daher Zero-G-Roll, sollte auch bekannt sein. So, worauf wir nicht eingehen, sind die verschiedenen Elemente von RMC, Rocky Mountain Construction. Die haben so entspannte Titel wie 270 Degree Double Inverting Corner Stall, Step Up Underflip oder Overbanked Inversion. Das wird alles zu kompliziert, es geht hier nur um das Grundlegende. Falls euch das interessiert, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Vorschläge zu weiteren Folgen gerne in die Kommentare. Eventuell wird es dann nach der 24. Folge nochmal Ergänzungsvideos geben, wer weiß. Und ich würde sagen, ich glaube, das waren soweit alle grundlegenden Inversionen. Jetzt sollte auf jeden Fall klar sein, welche Arten es gibt. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Unterstützt dieses Format bitte tatkräftig. Würde mich sehr, sehr freuen, weil es ist echt wirklich viel Arbeit für mich, jeden Tag echt ein Video rauszuhauen. Und ja genau, bewertet es gerne, abonniert mich, macht fleißig Werbung, damit ich die 500 Abonnenten knacke. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis dann.